Hallo und herzlich willkommen zum Food Diary der dritten Woche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wunderschönen guten Morgen. Nun starten wir in die dritte Woche. Heute frühstücke ich 2 Scheiben Eiweißbrot mit ein bisschen exquiser Fitline, also diesem Frischkäse und Orangenmarmelade. Dazu gibt es meinen Kaffee, der ist aber auch schon fast leer. Und ich werde es mir jetzt schmecken lassen und sag mal bis später. So, und heute Mittag, jetzt habe ich schon wieder so gesagt, ich sag's ja oft so, ist mir aufgefallen, ja. Heute Mittag gibt es ein Brötchen mit vegetarischer Mühlensalami und einer Scheibe Simpli Natur, Simpli V, genau, dieser vegane, ja, ich sag jetzt mal Käse. Es steht drauf vegane Genießerscheiben, aber ich denke mal, das soll jetzt so eine Art Käse sein. Ich probiere es einfach mal und melde mich dann später wieder. So, heute Mittag gibt es ausnahmsweise mal was zum Kaffee. Und zwar haben wir uns Apfel-Berliner gegönnt. Und da ist der Kaffee. Und den lasse ich mir jetzt wirklich mal schmecken. Da habe ich schon Lust drauf, seit ich ihn in der Bäckerei vor ein paar Wochen gesehen habe. Ich liebe diese Dinger. So, und heute Abend gibt es mal wieder Kalamaris mit Tzatziki und einen Salat. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken und ich sag mal bis morgen. Tschüss. So, zum Food Diary gehört auch Bewegung und Sport. Das hier ist Frühsport. Es ist minus, 2-3 Grad. Und wir sind unterwegs. Einen schönen guten Morgen. Wir haben heute Dienstag und bei mir gibt es jetzt eine Scheibe Eiweißbrot mit exquiser Fitline und einem Klecks Orangenmarmelade, dazu noch einen Kaffee. Ob ich noch eine zweite Scheibe Brot esse, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt erstmal die eine Scheibe Brot genießen und dann schauen wir mal weiter. So, heute ist es ein bisschen spät mit dem Essen. Es gibt Fischstäbchen und Salat. Das lassen wir uns jetzt schmecken und ich melde mich später wieder. Die Fischstäbchen sind übrigens aus dem Backofen und somit ohne Fett. Ja, dann bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch. So sieht mein heutiges Frühstück aus, kennt ihr ja schon von letzter Woche. Naturjoghurt mit bisschen Müsli, Himbeeren und Blaubeeren. Dazu gibt es einen Kaffee, diesmal mit Kokosnussmilch. Schmeckt eigentlich ganz gut, muss man ja mal sagen. Ja, dann bis später. So, da es heute kein Mittagessen gab, haben wir uns jetzt schnell noch was mitgebracht. Ich esse jetzt hier so ein Stückchen Kuchen, da gibt es noch einen Kaffee dazu. Eventuell, weiß ich aber noch nicht, gibt es auch noch so eine Mandelecke. Mal gucken. Jetzt lassen wir uns erstmal schmecken, weil wir haben noch viel zu tun. Bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Donnerstag und bei mir gibt es jetzt ein Brötchen mit Ei, Salz und Pfeffer, meinen Kaffee und einen Orangensaft mit Gerstengras. Jawohl, auf die Gesundheit. Hoho. Ja, ich lasse es mir jetzt schmecken, beziehungsweise wir lassen es uns jetzt schmecken. Und ich melde mich dann später wieder. Tschüss. So, heute Mittag gibt es selbstgemachte Currywurst und Pommes aus der Heißluftfritteuse. Ja, wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Und ich sag dann mal bis später. So, heute Abend gibt es ein bisschen Haselnusspudding mit, ja, Himbeeren. Richtig schönen, dicken, roten Himbeeren. Und das war's dann auch für heute. Und bis morgen. Guten Morgen. Heute Morgen gibt es wieder eine frische Käselaugenstange aus dem Ofen. Dazu mein Kaffee. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen und melde mich später wieder. Tschüss. So, heute gibt es zum Mittagessen ganz schnell einfach mal ein Stückchen Nusszopf und dazu eine Müllermilch Sunny Strawberry. Ja, wir machen heute Abend selber Pizza und das hier ist jetzt einfach mal so, dass der kleine Hunger im Prinzip gestillt ist. Bis später. So, heute Nachmittag gibt es jetzt einfach mal ein Latte Macchiato. Sieht ja nicht schön aus. Noch richtig schön geworden, oder? So, wir haben heute Freitag und das heißt, heute Abend gibt es uns Pizza, aber diesmal gibt es selbstgemachte Pizza. Ziemlich viel Gemüse drauf, ein bisschen Salami, Thunfisch und natürlich etwas Käse. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Bis morgen. So, wir gucken jetzt noch die letzten beiden Folgen The Passage.
Die kamen jetzt mittwochs immer auf Pro7 und dazu esse ich ein bisschen Popcorn. Bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Morgen Samstag und mein Mann hat Käsebrötchen mitgebracht. Also gibt es heute Morgen ein Käsebrötchen mit vegetarischer Mühlensalami, ein bisschen Kerrgarten Balance und natürlich meinen Kaffee. Jawohl. Und wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Bis später. Ja, und heute Mittag gibt es noch ein bisschen Restpizza, was wir uns jetzt auch noch schmecken lassen werden. Bis später. Hallo, wir haben heute Sonntag und ich hätte jetzt wieder fast vergessen zu filmen. Zum Frühstück gab es einfach einen Kaffee und einen Gerstengras-Orangensaft. Davon trinke ich auch noch meinen Rest. Und zum Mittagessen gibt es Haferbratlinge mit Kartoffeln und Erbsen und Möhren. Die Haferbratlinge schmecken wie Frikadellen. Isst sogar mein Tochterkind, obwohl die keine vegetarischen Dinge mag, aber die isst sie gerne. Und Valais. Und Valais. Das mag ich schon hasse ich. Ja, ich weiß. Ja, und wie gesagt, das lassen wir uns jetzt schmecken und ich melde mich später nochmal. Heute Abend bin ich ein bisschen böse. Ich gucke Sabrina, die dritte Staffel, und dazu gibt es ein paar Kartoffelsticks. Jawohl. Und bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Freue mich über einen Daumen nach oben, über dein Abo. Und ja, bis zum nächsten Food Diary oder zum nächsten Vlog. Mal schauen. Bis dann. Tschüss.